Willkommen zurück zu Cave Story. Mir wurde gesagt, ich soll mir mal dieses Regal angucken, aber zuerst möchte ich einen Blick auf die Karte werfen. Na, hier gibt es keinen versteckten Weg. Hier ist eine Notiz, geschrieben von Professor Booster. Ja, den möchte ich gerne lesen. Die Erforschung des Inneren der Insel wäre wahrscheinlich mehr effektiver, wenn wir Ausrüstung hätten, um die Bewegung in der Luft zu erleichtern. Und deswegen hat er angefangen, den Booster zu entwickeln, der in zwei Schritten entwickelt werden sollte, nämlich also 0.8 und 2.0. Okay, der 0.8, genau, das haben wir ja schon. Mit dem 0.8 kann man ein bisschen in der Luft schweben. Und die 2.0 will er machen, wenn er lang genug lebt. Jetzt ist er leider tot. Aha. Das hat wohl nicht geklappt. Ja, ich habe zwischendurch ein bisschen... Nachdem ich letztes Mal bei Misery so miserabel gespielt habe, habe ich ein bisschen geübt. Ich hoffe, ich krieg sie diesmal auf Anhieb hin. Den Dialog, den überspringe ich einfach mal, weil den kennen wir ja alle schon vom letzten Mal. Und genau. Nein! Naja, das ist nur das Schwert, das ist halb so wild. Und ja, genau. Diese Viecher geben wertvolle Erfahrung. Die hätte ich gerne. Mist. So viel dazu. Für das Schwert, wollte ich gerade sagen. Nehme ich doch die dafür. Man kann über diese schwarzen Kugeln drüber fliegen. Und dann explodieren die auch nicht. Aber sie schweben dann halt weiterhin in der Luft. Und das ist nicht unbedingt besser als. Glück gehabt. Nicht unbedingt besser, als wenn die einfach. Als wenn man einfach drunter durchläuft und sie dann harmlos explodieren. Verdammt. Ja, so einfach vorbei. Ja, so viel zum Thema, ich habe geübt. Ich würde dich gerne hier treffen, genau mit dem Schwert Level 2, wunderbar. Man muss halt immer, wenn man gerade merkt, sie will oder sie wird gerade langsamer, dann ist es halt gleich so weit, dass sie genau sich gleich wegteleportiert, dann kann man ihr auch keinen Schaden mehr machen. Jetzt genau das, was ich meinte, einfach drunter durchlaufen. Ja, so viel dazu. Immerhin. Level 3. Aber ich habe viel zu wenig Leben, sehe ich gerade. Raketen brauche ich nicht. Ich habe nämlich nicht vor, hier Raketen auszugeben. Das war Glück. Was tue ich hier? Vorhin, als ich geübt habe, lief das deutlich besser. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Wow. Na, jetzt komm schon. So viel dazu. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen geübt, aber es hat beim Üben weder auf Anhieb noch sonst so richtig gut geklappt. Ich habe das Gefühl, der Bosskampf hier ist ein bisschen überstark. Die Misery ist ein bisschen overpowered. Durch das Fliegen und die Schilde und so. Und dieses Teleportieren, das macht es alles irgendwie nicht einfacher. Nein, das da wollte ich. Genau, und jetzt. Ja, okay. Sollte mir merken. Wie oft kann ich das Schwert werfen? Zweimal. Beim dritten Mal haut sie dann ab. Oh, Heilung, wunderbar. Ja, so viel dazu. Nein, nein, nein. So. Wow,
ich habe sogar gerade wieder volle Lebensenergie. Nur das Maschinengewehr braucht ein bisschen Erfahrung. Ach Mist, die Gegner, die verschwinden, wenn sie den... Ah! Das war gemein. Die Gegner verschwinden, wenn sie den Boden treffen. Und hinterlassen dann natürlich keine Erfahrung. Wenn man sie aber vorher erwischt, dann hinterlassen sie Erfahrung und Dinge. Das ist eigentlich ziemlich cool. Na? Ja, die Heilung hätte ich gerne. Ich hatte nämlich gemerkt, sobald man sie besiegt, kann man die ganzen Sachen hier nicht mehr einsammeln. Und die Heilung hätte ich jetzt gerne noch. Na? Das war gerade der falsche... Oh, ist sehr schön. Ich wollte gerade sagen, das war gerade der falsche Moment. Nee. So viel zum Thema... So, habe ich dich. Das war gerade nicht vorhergesehen, aber... ja, cool. Immerhin, ich habe mich ein bisschen hochgeheilt, ein bisschen Erfahrung wieder gekriegt. Misery besiegt. Yay! Und da scheint eine Treppe aus dem Nichts. Ich würde jetzt gerne zurückgehen. In die Hütte speichern, schlafen, mich ausruhen. Das geht aber hier leider nicht. Das kriegt man nicht auf. Das klappt leider nicht. Munition ist voll. Sehr gut. Also muss ich hier nach oben. Gibt ja nur diesen Weg. Kann ich mit denen da oben sprechen? Nein. Kann ich an die... Ne, da kann ich auch nicht voran hochklettern. Der Doktor hat Angst vor uns. Deswegen hat er uns eingesperrt. Da bin ich mir sicher. Oh, der Herr Reisende. Bist du gekommen, um mich zu retten? Ja, natürlich. Wofür denn sonst? Es ist endlich vollbracht. Wenn man die roten Blumen einem Mega gibt, ja, das kennen wir alles, dann werden die fallen in Rage. Und warum? Das ist ganz einfach. Da ist eine Substanz drin, die Kräfte, die man in sich trägt, aber normalerweise nicht benutzt, aktiviert. Aber gleichzeitig die Möglichkeit, klar zu denken, ausschaltet. Also wie so eine Mischung aus sehr viel Kaffee und sehr viel Alkohol. Und er hat es erfolgreich extrahiert, den Stoff oder die Stoffe, und konzentriert. Und wir können das jetzt sehen in der Form von diesem roten Kristall. Und im Gegensatz zu den Bluten wird dieser Kristall auch Menschen beeinflussen. Ho, ho, ho. Verstehe ich das Ding? Ja, verstehst du das? Ich glaube nicht, dass du das verstehst. Dann lass es mich erklären. In einer speziellen Lektion. Oder ist ja böse. Kann ich dir nicht. Die kann ich ja nicht mal abfließen, die Teile hier, hey. Ist ja böse. Immerhin kann ich, er scheint nicht nach oben zu schießen. Das heißt, die Maschinenpistole ist hier echt die perfekte Waffe. Ah, so viel dazu. Ja, kann ich nach oben schießen? Alles gut. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Ah. Ach, Doktor. Hä? Ach, der Kristall fliegt nur hinterher. Ich dachte, er wäre der Kristall. Ja! Level down, verdammt. Ah! Jetzt kann ich nicht mehr fliegen, ne? Aber ich hab ihn. Jawohl. Cool. Die Kraft. Ich kann sie nicht kontrollieren. Okay. Ja. Sieht böse aus. Ich würde gerne fliegen. Mit der Maschinenpistole, aber das geht leider nicht. Immerhin habe ich den Booster. Ja. Das war nur auf... Level 0. Ah, das ist sehr effektiv. Ich sehe gerade, ich bin fast tot. Wie viele Lebenspunkte habe ich? 5. Ich glaube, ich schnappe mir mal den Heiltrank. Ja, vielen Dank. Puh, einmal einen Schluck trinken. Und weiter geht's. Falsch rum. Nein! Ich habe dir nicht erlaubt, mir auszuweichen. Habe ich dich? Oder bin ich tot? Nein, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ike! Boah, ey, jetzt will ich aber speichern.
Zwei Bosse am Stück. Ist ja böse. Okay, es geht noch weiter hoch. Ich würde hier gerne speichern. Oder so. Erinnerst du dich an mich? Fang aus Grastown. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ach, das ist Santa. Und das ist okay. Der Doktor hatte bestimmt nichts Gutes vor. Okay. Ich habe immerhin 40 Lebenspunkte. Munition mal auffüllen. Nehme ich mal das Schwert. Jetzt kann ich doch nicht wieder zurück. Vielleicht kann ich oben speichern. Na? Wo bin ich denn da hängen geblieben? Ach, da außen. Uah, nein! Mit der Maschinenpistole ist es echt einfacher. Aber so klappt das auch. Black Spay. Ist das nicht der Chor? Kann ich da drauf? Da kann ich drauf. Kann ich auf die dunklen drauf? Nein, nur auf die hellen. Okay. Ich ahne fürchterliches. Ich würde gerne speichern. Warum geht das nicht? Dann mache ich mir ein Schild aus Bubbles. Das klappt nicht. Das ist weit genug. Misery, ich habe das schon besiegt. Immer diese Hexen. Gehörst du zu denen? Nein. Wenn du ihr Leben retten willst, dann trete zurück vom Chor. Okay, ein Schritt. Also kann sogar ein Roboter das Leben von jemandem wertschätzen oder von jemand anderem. Du bist wirklich anders als die anderen, die so viele Jahre vorher oder vor so vielen Jahren hier runterkamen. Ich hätte nie gedacht, dass du den neuen König besiegen könntest. Aber gut, so ist es. Ich biete dir einen Deal an. Ich könnte zusammen mit der Insel sterben. Oder abhauen und vergessen, dass ich je gekommen bin. Wenn ich verspreche, jetzt sofort zu gehen, dann wird Misery das Leben von Sue retten. Und wenn nicht? Du sollst nicht entkommen. Wer sagt das? Hast du wirklich die Stimme deines Meisters vergessen? Was ist das? Das ist der Doktor von gerade eben. Die Kraft des roten Kristalls ist wirklich großartig. Sie führt mich selbst jetzt noch. Obwohl mein Körper schon kaputt ist, mein Bewusstsein ist wach wie nie zuvor. Und ich fühle mich, als wäre ich ein Superheld, als hätte ich Superkräfte. Was ist denn los, Misery? Mache ich dir etwa Angst? Bist du nicht tot? Hau ab! Tut. Ein Narr, der... du bist ein Narr und hast vergessen, dass dein Meister keinen freien Willen verdient? Was? Misery, du wirst meine Puppe oder meine Marionette sein, bis du stirbst. Okay, lass uns hier rausgehen. Ja, das denke ich auch. Hau ab. Hä? Och nö! Nicht schon wieder. Ein Nemiga, ein Böser. Du kommst hier nicht lebendig raus. Was? Macht das überhaupt Schaden? Macht die Schaden? Nee. Ich weiß nicht, ich konzentriere mich einfach mal auf... das sind ja andere Gegner. Heilung, sehr gut. Und Erfahrung für die eine oder andere Waffe vielleicht. Ja, für die hier zum Beispiel. Das wäre großartig. Immer noch Level 2, schade. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um die beiden hier unten. Und Raketen sind natürlich auch praktisch. Ich kann noch ein bisschen Erfahrung mehr. Gut. Munition! Heilung! Was ist das denn? Habe ich hier alle hier unten? Ne, da ist noch Misery. Misery ist noch da. Egal.
verdammt. Ah, jetzt kriege ich dich, Core. Doch, Raketen, oder? Ah, jetzt ist er nicht mehr verwundbar, glaube ich. Jetzt aber wieder, oder? Ja. Das war doch so letztes Mal zumindest so mit dem Core. Wenn er offen ist, ist er verwundbar. Oh, und das Schwert Level 2 ist auch gar nicht mal so übel, stelle ich gerade fest. Das kann man nämlich viel schneller werfen als Level 3. Das Schwert hätte ich aber trotzdem. Ich wollte das Schwert. Hier. Was fliegt denn da? Ah, verdammt, da unten sind Angriffe. Komm, Misery, hau mal ab. Ich will mich hier um deinen Meister kümmern. Was? Ah! Ah! So viele Gegner. Ah! Ich bin so blöd, auch noch reinzuspringen. Immerhin habe ich den Booster, hey. Ah! Ich wollte gerade die Rakete nehmen. Aber gut. Hey, jetzt bin ich wieder unten? Ich blicke hier gerade zum Teil echt nicht durch. Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Allerbestes. Und es sieht gut aus, muss ich sagen. Bin ich Level 3? Nein. Misery ist weg. Ja! Habe ich jetzt endlich ein bisschen meine Ruhe hier? Und kann mich um den Gegner kümmern? Sieht so aus. Ah, verdammt. Das hätte ich kommen sehen können. Ich sollte in der Nähe des Cores bleiben, um ihn treffen zu können, nämlich genau jetzt. Okay, die Teile kann ich schon mal nicht abschießen. Aber das macht gut Schaden! Verdammt! Was? Was ist das denn für ein Angriff? So kurz vor Ende, warum macht er da was anderes? Und er war fast tot! Ei! Und jetzt habe ich nicht speichern können, muss alles... Oh nein, nicht ernsthaft, oder? Ah, ist das gemein. Ey, also zumindest zwischendurch speichern wäre echt super gewesen. Und nicht zu viel verlangt. Das raubt mir gerade echt so ein bisschen Spaß an dem Spiel. Dass man es so knapp verkacken kann und dann alles wieder von vorne machen muss. Zumal das hier von Anfang an nicht wirklich einfach ist. Kein bisschen. Kein bisschen Dankbarkeit zeigt das Spiel. Misery? Ach, da. Ach. Nein, habe ich bisher keinen Schaden gekriegt. Aha! Hörst du auf, mich abzuschießen? Das habe ich dir nicht erlaubt. Ah. Natürlich ist dann deren Bewegung genauso, dass ich gerade noch... Ah. Ich hätte gerne die Erfahrung und ein bisschen Heilung. Ach. Jetzt bin ich natürlich zu spät. Nein, da ist sie gleich wieder. Ja. Nein! Blöde Stufe! Ja, ich reg mich gerade ein bisschen auf, auch wenn ich so schlecht bin. Aber auch weil das Spiel einfach so gemein ist. So kurz vor knapp einfach sterben und dann alles nochmal machen müssen. Die letzte Viertelstunde oder so. 20 Minuten. Nee, das versaut mir echt den Spaß ein bisschen gerade. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber das ist kein gutes Spieldesign. Zumindest nicht, wenn das Spiel Spaß machen soll. So, ich nehme jetzt mal wieder das Schwert. Ja, Level Down, genau. Treff mich doch direkt. Oh, ich habe noch einen Lebenspunkt. Dabei hätte ich eigentlich vielleicht ungefähr so 40 oder so für den Doktor noch haben sollen.
Ja, so viel dazu. Nochmal. Ich hab's echt fast gehabt, ja, und dann macht er einfach irgendwas Unvorhergesehenes und dann. Oh, ist das blöd, ey. Ups. Ups. Was? Ach, egal. Ist nur der Bubbler. Willst du bitte treffen? Nicht du, Misery, ich. Heilung, sehr gut. Die hätte ich auch gerne. So. Wer braucht. Ach so, der Bubbler. Ja, der Bubbler ist mir egal. Ich komme hier kaum hinterher, mit den Sachen einzusammeln und die macht einfach weiter. Ist hier irgendwo Heilung? Blöde Decke! Halt mich doch nicht fest! Ah. Oh. Ist das irgendwie vorhersehbar, wann sie irgendwie die Steine runterholt und wann nicht? Ich habe mich gerade nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie ernsthaft was hätte voraussehen können. Dann kriege ich ja noch ein bisschen Heilung. Und da noch ein bisschen mehr Heilung. Oh, wird gleich wieder getroffen. Super. So viel zur Heilung. Ein bisschen Heilung und Erfahrung für den Bubbler. Ich habe jetzt zwar bisher. Ey, komm. Bisher nicht gebraucht in dem Bosskampf, aber hey, wer weiß. Oh, komm schon! Ich bin ausgewichen! Und wie gesagt, sobald sie tot ist, kann ich hier nichts mehr einsammeln. Deswegen bin ich echt versucht, hier die Heilung immer gleich abzustauben. Geht doch. Neue Lebenspunkte für den Doktor. Hm. Schauen wir mal, was das wird. Meine Dialoge kann ich halt skippen. Die kennt ihr jetzt ja alle schon. Ja. Ich bin ein bisschen frustriert gerade. Weil ich gefühlt es gerade eben tatsächlich fast komplett gehabt habe. Kann ich das schon mal voraussichtlos schicken? Nein, natürlich nicht. Was war's hier? Ach, genau, die Maschinenpistole. Hier will ich fliegen. Oh, weil der Doktor ja nicht nach oben schießen kann. Jetzt ist er hier drüben. Okay. Wobei irgendwann zwischendurch schießt er ja so eine Kugel nach außen, nach oben. Da muss ich dann ausweichen. Genau, die da. Und ich renne auch noch voll rein. Fein gemacht. 4 Lebenspunkte. Zeit für den Trank. Immerhin. Okay, das lief jetzt gut. Das lief richtig gut. Ich glaube, die Raketen hebe ich mir jetzt tatsächlich sogar noch auf für den Chor nachher. Okay, das funktioniert nicht. Da ist die Stufe, die minimale Stufe, doch irgendwie zu groß. Vielleicht geht hier das Schwert. Oh ja, das Schwert Level 2 vor allem geht hier sehr gut. Weil man das hier spammen kann. Ziemlich gut, wenn man nah dran steht. Wow, das habe ich gar nicht geguckt, wie viel Lebenspunkte ich noch hatte. Aber das sah gerade richtig gut aus. Wow, Schwert Level 2 rockt gegen einzelne Bosse. Schwert Level 3 ist cool gegen mehrere Bosse. Ja, mehrere Gegner auf einmal. Weil das Schwert Level 3 so einen Flächenschaden macht, nachdem es getroffen hat. Und ich habe fast voll Lebensenergie. Ich habe die Maschinenpistole noch Level 3. Ich habe alle Raketen. Ja gut, der Bubbler ist mir egal. Ist auch gut. Ich würde hier nach wie vor allerdings gerne
speichern. Was natürlich nicht geht, weil Spieldesign. Was nehme ich denn hier? Okay, also ich muss zuerst die da unten besiegen, wieder, würde ich sagen. Das sollte mit dem Schwert ganz gut gehen. Und danach schnippe ich mir den Raketenwerfer und gehe auf den Chor. Oder versuche ich gleich den Chor. Nee, ich mache zuerst die beiden hier unten, damit die hier nicht im Weg rum sind. Wobei, was heißt beide hier unten? Die Misery schwebt ja da rum. Bla bla bla. Bla 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 bla. Das kennen wir alles. Der Doktor kommt wieder. Begreift. Ja. Nimmt sich die Misery, nimmt sich die Sue und. Oh, diese Bodenwelle, ey. Wow! Wie gesagt, Spam mit dem Schwert Level 2 ist echt super. Zumindest hier so für die Gegnermengen oder so. Was ich noch nicht ganz kapiere, ist, wie dieser Chor hier untot angreift. Also was... Ah, immerhin, ich habe hier die Misery. Also welche Wellen hier in welcher Reihenfolge, wie oder wann kommen. Also Reihenfolge und nach welcher Zeit und so. Das habe ich aber beim letzten Chor mit den 15 Versuchen ungefähr relativ gut rausgekriegt. 192 Schaden habe ich dem gemacht und der lebt immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. Sehr gut. So, jetzt warte ich wieder, bis der Chor einmal aufgeht und dann schicke ich ihm irgendwie so 5 Raketen rein. Okay, 3. Okay, ich kann nur 2 auf einmal abschicken. Aber egal, das scheint so zu funktionieren. Und jetzt muss ich mich dann eben in Acht nehmen vor den weißen Kugeln. Na, das war zu früh. Oh, da ging einiges mehr. Sehr schön. Ach ja, auch hier ist mit dem Schwert Level 2. Hier näher, also bei Schwert Level 2 kann man immer nur 1 gleichzeitig haben. Hier bei den Raketen können 2 gleichzeitig auf dem Weg sein. Das heißt, wenn man nah dran steht, kann man es richtig schön spammen. Und geschafft! Den untoten Chor besiegt. Ja. Es läuft! Es funktioniert! Wir haben genug Sprit, wir haben genug Kraftstoff. Wir können jederzeit hier. Oh. Ha! Ich hätte nie gedacht, dass ich es tatsächlich mal zurück zur Oberfläche schaffe. Ich frage mich, ob es ihnen gut geht. Fump, fump, fump. Ein Erdbeben? Was? Auf einer schwebenden Insel ein Erdbeben? Der Chor? Der Kern? Das könnte doch nicht sein, oder? Sue ist wieder sie selbst. Cool. Oh nein! Die Insel beginnt zu kollabieren. Wird nicht lange, bevor hier alles zusammenstürzt. Wir müssen hier raus. Links rum? Okay, links rum. Na dann, ab hinterher. Immerhin sind hier die Mimigas befreit. Das macht die Flucht ein bisschen schneller, weil ich sie nicht selber befreien muss. Ich frage mich jetzt, hier drüben, renne oder du wirst zusammengestaucht von dem zusammenfallenden Teil hier. Glaube ich ja nicht so. Okay, doch. Ich wollte mich jetzt nochmal heilen da oben, aber na, okay. Ich sehe es ein. Ich bin auf dem Weg. Kann ich mich da... Lässt sich nicht öffnen, okay. Dumm. Wo ist der Helikopter? Wo ist der Hubschrauber? Helischrauber? Hubschrauber? Irgendwie so. Ja, schnell weg hier. Wir können nirgendwo hin. Wir müssen springen. Entweder das oder... zusammen quetschen lassen. Jetzt frage ich mich allerdings, ich bin doch vor 2 oder 3 Folgen da oben rumgeflogen und da hieß es, da gibt es nichts mehr und da ist nur Himmel. Wie kann es sein, dass hier links drüben die Steine runterfallen? Weil eigentlich ist ja nur rechts der Turm, mit dem ich oben war. Aber gut. Bist du bereit? Spring so weit du kannst. Und los geht's! Und jetzt? Die Insel fällt. Es ist zu gefährlich. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier weg.
nein, Curly Brace. Wobei, sie ist ja schon tot. Aber trotzdem. Ich möchte sie gerne retten. Ich hätte sie gerne gerettet. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Es gibt die Möglichkeit, tatsächlich sie zu retten. Und auch, dass Professor Booster überlebt und auch den Booster 2.0 zu kriegen. Und es gibt noch ein paar Geheimnisse, die ich in diesem Durchspiel nicht entdeckt habe. Die aber noch zu holen sind. Und deswegen würde ich gerne dieses Spiel nochmal durchspielen. In einem 100% oder, naja, fast 100% Run, also so viel ich halt hinkriege. Genau. Und da würde ich dann, wie gesagt... Kazuma hat uns gefangen. Puh! Genau, wie gesagt, ich wollte es nochmal durchspielen. Das hier ist wohl das zweitbeste oder das zweitschlechteste. Ich glaube, es gibt drei Enden. Das mit dem Kazuma einfach wegfliegen war das schlechteste. Das hier ist das zweitbeste oder zweitschlechteste. Und es gibt noch das beste Ende, in dem man, wie gesagt, alle retten kann. Aber dafür muss man halt an bestimmten Stellen bestimmte Dinge genau richtig tun. Und ich weiß mittlerweile, was das ist. Beim Durchspielen kommt man da nicht so von alleine drauf. Und ich würde das gerne wieder tun. Also diesmal nochmal erfolgreich machen. Und ihr dürft mir gerne dabei nochmal zuschauen. Aber jetzt zuerst mal hier dieses Ende noch zu Ende bringen. Also Kazuma hat Zu und mich hier gerade gefangen. Und er hätte nie gedacht, dass wir es wirklich schaffen, den Kern zu sprengen. Ja, jetzt wird die Welt immerhin frei sein. Oder selbst jetzt sollte die Welt frei sein von jeglichen zukünftigen Versionen oder des Doktors. Der Frieden wurde endlich geschaffen und konserviert. Jetzt lasst uns nach Hause gehen. Also gesichert, der Frieden wurde gesichert. Ab nach Hause. Ja, genau. Das war mein erstes Durchspiel von Cave Story. Und ich muss sagen, bis auf ein paar wenige Stellen hat mir das Spiel echt super gut gefallen. Eine der Stellen, die sehr frustrierend war, war gerade eben das Ende. Dass man da wirklich 4 Bosse am Stück besiegen muss und zwischendurch einfach nicht speichern kann. Das ist wirklich böse, wirklich, wirklich böse, weil ihr habt es gesehen, einmal ein kleiner Fehler und zack, 10 Minuten, Viertelstunde das Ganze nochmal versuchen. Aber ansonsten, alles bis dahin war echt cool. Und ich bin gespannt, was es wohl noch gibt, wenn man, wenn man das Ganze nochmal richtig durchspielt. Es gab ja die Passage neben der Plantage, da ist wohl auch noch irgendwas. Und es gibt noch ein paar andere Waffen, die man kriegen kann, wenn man den Polarstern nicht gegen die Maschinenpistole eintauscht. Es ist wahrscheinlich aufgefallen, in der Plantage bin ich aber mit der Rakete hochgeflogen, Richtung letzte Höhle. Und da war nebendran ein Hund gesessen, der vorher nicht in den Level war. Den kann man wohl ansprechen und bekommt nochmal eine Lebenskapsel. Das heißt, die letzte Lebenskapsel, die habe ich da übersehen. Oder verpasst. Das heißt, da gibt es auch noch was, was ich übersehen habe oder nicht gekriegt habe. Und dieses Spiel, ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich alles aufnehme, wenn ich das nochmal durchspiele, aber zumindest die wichtigsten Stellen werde ich auf jeden Fall nochmal hochladen. Ja, aber für dieses Durchspielen, für dieses Let's Play war es jetzt erstmal. Ich danke nochmal fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Bewertungen, für die Empfehlung des Spiels und verabschiede mich mit der großartigen Musik und lasse das Outro hier noch komplett durchlaufen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!